Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unforeseen Incidents. Wir sind letztes Mal in Kahona angekommen. Alles, was wir noch besitzen, ist das Multitool. Sonst Das war nichts. die längste und holprigste Busreise, auf der ich je war. Sei froh, dass du nicht neben einem breitbeinig dasitzenden, Käsechips fressenden Typen mit Mundgeruch sitzen musstest. Naja, aber sieh mal, ich habe eine Karte gefunden. Klasse! Ist das geheime Aquila-Hauptquartier darauf verzeichnet? Nein. Schade. Hätte ja sein können. Ich weiß gar nicht, hey, haben wir mit Halliwell geredet? Ja? Okay, lass uns weitermachen. Oder sie hat nicht viel zu sagen. Wir haben einen Eisfischer. Hey, macht's Ihnen etwas aus, wenn ich mir die Angelschnur ausleihe? War das ein Ja, es macht Ihnen was aus? Oder ein Ja, ich kann sie ausleihen? Wissen Sie, es ist schon etwas verwirrend, wenn Sie... Nehmen Sie schon. Ich habe genug davon. Danke, Sie sind der Beste. Der Angler hat ein tragbares Radio, wahrscheinlich um den Wetterbericht zu hören und so. Vermutlich macht er es nicht so laut, um die Fische nicht zu verscheuchen. Hallo? Abend. Habt ihr euch verirrt oder was? Wieso? Sehen wir so aus? Die meisten, die hier ankommen, haben sich entweder verirrt oder sind kurz davor, sich zu verirren. Und du und dein Herzblatt sehen nicht gar so aus, als wärt ihr zum Eisfischen hier. Oh, er ist nicht... Ich bin kein Herzblatt. Schön, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Harper. Das hier ist Halliwell, Jane. Freut mich, euch zu treffen. Harper und Halliwell, Jane. Ich bin Bill. Leben Sie hier in Kahona? Oh nein, ich lebe auf der anderen Seite des Sees in Rankin. Ich bin nur wegen der Barsche hier. Ist schön ruhig hier zum Angeln. Lebt hier draußen irgendwer? Nicht, dass ich wüsste. Sie haben die Mine nach dem Krankheitsausbruch 92 dicht gemacht. Wurde nie wieder geöffnet. Meine Frau ist abergläubischer als ich. Sie findet's nicht gut, wenn ich so nahe ans Dorf gehe. Kahona ist eine richtige Geisterstadt. Was wissen Sie über den Krankheitsausbruch? Das wurde alles untersucht und man hat herausgefunden, dass es mit einer Lieferung kontaminierten Pökelfleisch losging. Habe gehört, der Händler hat seine Lizenz verloren. Rottet fast eine ganze Stadt aus und das ist alles. Das soll Gerechtigkeit sein? Und? Beißen Sie? Sie sind da unten. Man muss bloß geduldig sein. Was für Köder benutzen Sie? Die ganzen jungen Hüpfer benutzen heutzutage diese labbrigen Plastikköder. Ich ziehe Lebendköder vor. Fühlt sich fair an. Sieht einen ganz schön runter, was so im Radio läuft, oder? Ja, wahrscheinlich ganz gut, dass die Batterien leer sind. Dieses komische Signal hat sowieso die ganzen Fische vertrieben. Kommt Ihnen das mit dieser Krankheit, von der Sie im Radio erzählen, irgendwie bekannt vor? Was meinst du? Erinnert Sie die Krankheit an das, was früher hier passiert ist? In Kahona? Nee, das kann unmöglich das Gleiche sein. Nee. Was für ein komisches Signal. Hast du es nicht gehört? Immer wieder stört so ein seltsames Rauschen den Empfang. Die Leute sagen, es liegt am Wetter. So oder so nervt's total, das kann ich dir sagen. Irgendeine Idee, woher dieses seltsame Signal kommen könnte? Woher es kommt? Habe ich nie drüber nachgedacht. Glaubst du, es könnte das Militär oder sowas Ähnliches sein? Sowas Ähnliches. Kann ich mir Ihr Radio leihen? Leihen? Wofür? Ich bin irgendwie daran interessiert, herauszufinden, was es mit diesem Signal auf sich hat, das Sie erwähnt haben. Ich hab dir doch gesagt, die Batterien sind leer. Wäre idiotisch, es zu nehmen. Sehe ich aus wie ein Idiot, guter Mann? Na gut, du kannst das Radio leihen, wenn du mir einen Wasserhaken bringst. Sie brauchen einen Wasserhaken? Jep, ich muss meinen irgendwo im alten Dorf verloren haben. Und jetzt wollen Sie, dass ich ihn suche. Das ist sowas wie ein Angelhaken, richtig? Für so einen cleveren jungen Burschen wie dich sollte das kein Problem sein. Okay, abgemacht. Ich halte meine Augen offen. Junge, ist das kalt hier draußen. Ihr Grünschnäbel hättet euch Wärme anziehen sollen. Grünschnabel? Wen nennen Sie hier Grünschnabel? Den Typen, der mit Turnschuhen auf dem Eis steht. Bis später. Okay. Der ganze See ist zugefroren. Kaum zu glauben, dass darunter noch Tiere leben. Das Eis ist so dick, dass man kaum durchsehen kann. Sonst wäre es auch schlecht drauf zu stehen, würde ich sagen.
ist ein bisschen zu. Die Hütten hier haben auch schon bessere Tage gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Nur Jahre um Jahre richtig, richtig schlechter Tage. Dieser Ort ist wirklich heruntergekommen. Der Eisfischer hat gesagt, dass das hier eine Geisterstadt sei. Eine ganze Stadt nur für mich. Da könnte ich mich dran gewöhnen. Warum überrascht es mich nicht, dass es dir hier gefällt? Na ja, wenigstens ruhig. Keine Antwort. Sie ist verschlossen. Als ob hier jetzt auch jemand wäre. Okay, Multitool, Multitool, Multitool. Wir kriegen sie bestimmt auf. Vielleicht finde ich da drinnen einen Wasserhaken. Hui, dunkel hier drin. Das muss der Stromschalter sein. Natürlich läuft hier Strom. Ups, ich glaube, die Sicherung ist rausgeflogen. Läuft der Strom hier noch drin? Aber... Es ist zu dunkel. Ich kann kaum was sehen. Oh, hier ist doch schön hell drin. Ein paar Überbleibsel. Juni 1992. Wow. Das war vor Jurassic Park. Sieht aus, als wäre dieser Ort seit 25 Jahren verlassen. Gucken wir mal, einen Kessel haben wir. Hey, ein Teekessel. Nehmen wir auch direkt mit. Ein Elektroherd wird nicht funktionieren, solange der Strom aus ist. Brrr. So eine Jacke sollte ich eigentlich tragen. Naja, eine, die nicht an einen Stuhl festgefroren ist. Die Kapuze mit synthetischem Pelz sieht aber noch gut aus. Ich frag mich, wem die Jacke gehört hat. Mit Pelzbesatz. Sieht nach einer teuren Jacke aus. Wollen wir die Kapuze mitnehmen? Naja, die Kapuze... Sie abschneiden oder so? Die Jacke ist gefroren, aber die Kapuze sieht praktisch aus. Ja, sehr schön. Alte Zigarettenschachteln, Zeitungen, hingekritzelte Notizen. Igitt. Da ist noch Kaffee in den Tassen. Wenigstens ist er gefroren. Eiskaffee, was für ein Chaos. Sieht aus, als wären sie hier hastig aufgebrochen. Wenn die Leute sowas wie das Yelltown-Fieber hatten, das muss schrecklich gewesen sein. Obwohl auf den Steckdosen noch Saft ist? Das macht er jetzt nicht, oder bitte? Lieber nicht. Okay. Das wäre schlimm gewesen. Ganz schön verlassen da draußen. Wie es wohl jetzt in Yelltown aussieht? Viele alte, verlassene Häuser. Hier muss früher ganz schön was los gewesen sein. Matte Glühbirnen. Wusstest du, dass dem Typen, der die Dinger erfunden hat, eigentlich ein Streich gespielt wurde? Damals, in den 50ern oder so, hat keiner daran geglaubt, dass man Birnen mattieren könnte, ohne sie zu zerstören. Um neu eingestellten Entwicklern einen Streich zu spielen, wurde ihnen gesagt, sie sollen welche erfinden. Und einer hat es tatsächlich hinbekommen. Ein Streich. Ja, wie wenn du den Azubi losschickst, einen Lufthaken zu holen oder das WLAN-Kabel. Oder einen Wasserhaken? Einen Wasser... Ach, verdammt. Dieser Eisfischer hat mich reingelegt. Ja. Er hat es früh gemerkt. Okay, schauen wir mal. Diese matte Glühbirne sollte passen. Ah, wunderbar. Es werde Licht. Das Getriebe ist eingefroren. Ja. Solange das Getriebe da oben eingefroren ist, wird die Maschine nicht funktionieren. Solange das Getriebe... Ich wollte es mir trotzdem mal angucken. Mensch. Aber zurück zum Eisfischer. Hallo. Moin, moin. Sowas wie einen Wasserhaken gibt es überhaupt nicht, habe ich recht? Aha, das war nur ein kleiner Scherz. Wir schicken die Neuen beim Fischen immer auf die Suche nach einem Wasserhaken. Urkomisch. Das war es echt wert, hier draußen zu erfrieren. Jetzt sei mal nicht beleidigt. Ich habe dich nur ein bisschen auf die Schippe genommen. Hier, nimm dir das Radio als Wiedergutmachung.
Wenn du es irgendwo aufladen kannst, kannst du es benutzen, solange wie du es brauchst. Dankeschön. Dann wieder zurück zur Stadt. Immerhin hatten wir ja... Vielleicht entlädt sich das Radio weniger schnell, wenn ich es warm halte. Ah, sieht das gemütlich aus. Schön warm in der Kapuze eingekuschelt. Ich bin gerade richtig neidisch auf dieses Radio. Vielleicht haben wir ja Glück. Und können es hier an den Steckdosen aufladen. Okay, dann wollen wir dem alten Radio mal etwas Saft verpassen. Wer bezahlt hier eigentlich die Stromrechnungen? Mein Tipp, jemand mit einer geheimen Funkstation. Ganz gut, dafür. Das Radio ist geladen und einsatzbereit. Dann wollen wir mal das Radio einschalten. Geht das Läuft hier? Immer noch. Mein Trick hat funktioniert. Das Radio ist geladen. Läuft immer noch. Ich glaube nicht, dass Ihnen das interessiert. Ich glaube nicht, dass das der richtige Eben müssen wir nicht irgendwie... Sollten wir doch... herausfinden können. Das kann ich nicht machen. Wo das Signal herkommt. Das Radio ist geladen und... Also will das denn nicht einsetzen, ist die Frage. Dieser, der eine... Warum... auf den Tisch stellen? Hey, Halliwell kommt mir hinterher. Ich glaube nicht, dass... Ich glaube nicht... Läuft immer noch. Okay. Mal gucken, wir bräuchten irgendwo Wasser. Der ist leer, denke ich. Der Teekessel ist leer. Das funktioniert so. Irgendwie. Ich glaube nicht, dass... Wasser. Hallo. Moin, moin. Bis später. Sehr schön. Nette Unterhaltung. So, Sally. Wir irgendwo irgendwas übersehen. Weg, altes Gebäude, Gebäude. Das muss so eine Art Seilbahn sein, mit der sie das Erz von der Mine runtergebracht haben. Sieht aus, als würde die Seilbahn ein ordentliches Stück den Berg hochfahren. Das muss so eine Art... Können wir aber jetzt nicht hin, so wie es aussieht. Hier haben wir noch... Nichts, da oben kann ich nämlich nichts anklicken. Die Birne und das Bedienpanel. Hier haben wir ja so auch. Ich frag mich, ob diese... Ja, der geht noch. Klar geht der noch. Warum sollte er nicht gehen? Ein Alter hatten die hier kein Wasser. Ich glaube nicht. Ich mach ihn wieder aus. Schalten wir ihn mal aus, bevor wir in die Luft fliegen. Aber irgendwo muss ich doch Wasser herkriegen. Wie gefällt dir Kahona? Ich weiß nicht, was mir besser gefällt. Die rostige Maschinenanlage oder die verlassenen Ruinen. Meinen Freunden würde ich es nicht weiterempfehlen. Ich mag es irgendwie. Erinnert mich an Yeltown im Winter. Nur, dass hier ein bisschen mehr los ist. Ziemlich kalt, was? Allerdings. Ein Jammer, dass ich keine Winterklamotten auf die Spesenrechnung setzen darf. Ich wünschte auch, ich könnte mein Outfit wechseln. Verdammte Budgetbeschränkungen. Okay, lass uns weitermachen. Denke mal, nur den Kessel auf dem Ding zu erwärmen wird mich weiterhelfen. Das Eis zu schmelzen. Testen. Das wird den Teekessel schön aufheizen. Ah, heiß. Reicht das tatsächlich? Brandgefahr und so, aber sei mal dahingestellt jetzt die Brandgefahr. So, liebes Getriebe, die Pause war lang genug.
Zeit, zurück an die Arbeit zu gehen. Hätte jetzt gedacht, ich bräuchte heißes Wasser dafür. Ha! Supi, das haben wir freigelegt. Das, jetzt können wir gleich an das Bedienpanel gehen. Aber vorher danke ich mich fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Besucht mich auch auf Twitch. Und bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss.